Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute soll es um die Soul Shape Gestalten aus Patch 9.15 gehen. Und zwar wollen wir uns jetzt die Kleintiergestalten angucken. Wir hatten ja uns die normalen in schon einem anderen Video angeguckt. Das waren insgesamt, meine ich, 12 Stück. Und jetzt gibt es dann noch eine große Menge mehr an Kleintierseelengestalten. Und die will ich euch jetzt mal zeigen. Wir befinden uns einmal hier im Herz des Waldes und sind mit unserem Nightfeature unterwegs. Nur mit dem können wir das farmen, denn diese Soul-Shape-Gestalten sind ja quasi Abwandlungen von unserer Seelengestalt. Und da können wir einige Kleintiere jetzt auch bekommen. Als allererstes gehen wir hier einmal zu Khufu. Also wir sind hier oben rechts in der Ecke im Herz des Waldes auf Koordinaten 37, 23. Und wenn wir dann mit dem Khufu sprechen, dann kriegen wir schon die erste Gestalt, und zwar ist es die Eichhörnchengestalt. Ne? Die können wir dann auch direkt schon auswählen. Und wenn wir dann unsere Seelengestalt einsetzen, seht ihr, sind wir jetzt ein kleines süßes Eichhörnchen. Und dann können wir auch wieder hin und her switchen zwischen den Kleintiergestalten hier bei Khufu und bei dem Adler hier, würde ich mal sagen, kann man dann quasi die alten Gestalten switchen, die man vorher schon sich erholen konnte. Dann kommen wir zur zweiten Soul Shape Gestalt und ihr seht schon, ich befinde mich ganz oben in dem Baum. Wir haben nämlich hier eine Katzengestalt, die wir uns holen können. Und dazu bin ich jetzt einmal wieder im Adenwald und jetzt können wir das an mehreren Positionen finden. Ihr seht ja hier auf der Map diese Kringel, das sind immer diese großen Bäume. Und auf jeden von diesen Bäumen gibt es eine Chance, dass ihr diese Katzengestalt finden könnt. Das ist in insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Ich bin jetzt hier gerade im Traumsang-Fee, schimpft sich das. Und zwar sind das die Koordinaten 37, 36. Und da fliegt ihr ganz, ganz hoch zu dem Baum. Also bis man nicht mehr höher kann. Ihr seht, ich bin hier ganz oben. Und hier habe ich jetzt eine verlorene Seele gefunden. Und ihr seht, die sieht schon aus wie eine Katze. Und jetzt gehen wir hin und machen Slash besänftigen auf die. Gehen wir mal aus der Fluggestalt raus. Slash besänftigen. Und ihr seht schon, tada, dann kriegen wir einmal die Katzenseele als Soul Shape Gestalt, beziehungsweise die Quest, das können wir abgeben. Und dann gucken wir uns die gleich mal an, würde ich sagen. So, lala, wir haben es abgegeben. So sieht das schicke Ding jetzt aus. Katzengestalt. Da gibt es übrigens dann noch eine zweite. Das ist quasi die dünne oder schlanke Katzengestalt. Und dann gibt es noch ein bisschen eine, molligere, würde ich mal sagen. Dann kommen wir zum dritten Pet, und zwar ein Hühnchen. Und dafür müssen wir als allererstes einmal nach Ravendrest. Und zwar sind wir einmal hier im Dunkelhafen auf den Koordinaten 63, 61. Und dort kann ein Futter spawnen. Und zwar Spektales Futter ist das. Und das klicken wir einmal an. Können wir looten. Und ja, das ist quasi hier hinter, wenn ihr hier im Tor reinkommt, einmal hinter diesem kleinen Gebäude und da spawnt es. Das hat bis zu einer Stunde Respawn-Zeit, also relativ lang könnt ihr da rumstehen. Ich war jetzt 23 Minuten gestanden und jetzt müssen wir das Futter zu einer Seele bringen und da sehen wir uns gleich wieder. So, dala, wir sind jetzt in Ravendrest ein bisschen weiter geflogen und zwar von da oben vom Dunklerhafen hier runter auf die Koordinaten 63, 42 und dort haben wir auf so einem umgefallenen Baum dann eine Seele. Die sehen wir erst, wenn ihr das Futter im Inventar habt. Verlorene Seele schimpft sich die. Das ist ein Hühnchen, ja. Und jetzt gehen wir hin und machen Slash Huhn auf diese Seele. Und dann interagiert die mit uns. Und jetzt nehmen wir hier einmal das spektale Futter, was wir eben gelootet haben. Setzen das ein. Und tada, wir kriegen einmal die Hühnerseelengestalt raus. So, wichtig, bevor wir uns jetzt zurückbegeben und ich euch die Hühnerseelengestalt zeige, ist es wichtig, dass ihr hier nochmal herfliegt, wo wir gerade eben waren, also hier oben, Dunkelhafen, ne, und euch nochmal ein Futter holt. Denn wir brauchen nämlich noch ein zweites Futter. Das Ding hier hält 10 Minuten und jetzt müssen wir nämlich zurück in die Order, oder in das Sanktum, Order Hall heißt es ja nicht, in das Sanktum im Adenwald. Und dort können wir nämlich das Futter ein zweites Mal, ein zweites Pet verfüttern. Deswegen, wenn ihr hier gecampt habt, nehmt zwei mit. Einmal unten fürs Huhn und das andere werde ich euch gleich zeigen. So, da seht ihr dann die Hühnergestalt hier. Auch relativ schick. Und jetzt gucken wir uns gleich schon mal die nächste an. Also die vierte Gestalt. Wir haben ja uns das Säckchen mitgenommen. Und meins hat jetzt noch 7 Minuten Abklingzeit. Wir gehen jetzt hier runter zum Konservatorium der Königin. Und wir haben uns ja vorhin die normale Katze geholt. Und wenn ihr euch die normale, dünne Katze geholt habt, dann habt ihr hier unten einen Mob hocken. Mao schimpft sich die.
Und zwar, also das ist hier unten in der unteren Etage, ne, beim Port zum Konservatorium der Königin. Und das können wir jetzt ins Target nehmen. Und jetzt müssen wir wieder ein Emote draufhauen, wie eben beim Hühnchen. Und zwar, Miau müssen wir da draufhauen. Wir miauen sie an und jetzt sagt uns die Katze, sie ist hungrig. Ja. Ich klicke mir jetzt mal die Soul Shape Gestalt rum, nicht dass das buggt. Und jetzt müssen wir das spektrale Futter, was wir jetzt das zweite mitgenommen haben, auf die Katze auch einsetzen. Und dann müssten wir noch eine Soul Shape Gestalt geben. Und ihr seht, ich habe hier eine Quest completed. Also wir kriegen jetzt quasi kein Item, sondern wir müssten jetzt direkt oben die Gestalt auswählen können. Und wir hatten ja vorher die dünne Katzengestalt bekommen und jetzt haben wir quasi die, ja, sagen wir mal, satte Katzengestalt heißt sie. Aber sie ist halt einfach fett, ne? So, genau, hier haben wir jetzt Katzengestalt und satte Katzengestalt. Und die können wir jetzt einmal lernen. Einsetzen. Und ihr seht, jetzt haben wir halt so ein bisschen eine fettere Katzengestalt, so Garfield-mäßig, ne? Das ist dann Nummer 4. Und wie gesagt, bevor ihr die füttern könnt, müsst ihr euch halt die dünne holen, dann das Säckchen und dann kriegt ihr dementsprechend die Gestalt. Warum wir jetzt hier nicht ein Quest-Item kriegen, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, aber ihr habt gesehen, das funktioniert tatsächlich so. Dann kommen wir zu der fünften Gestalt und zwar haben wir hier im Herz des Waldes ein kleines Hühnchen rumlaufen, das schimpft sich Glitzer und das müssen wir einfach streicheln, um es als Soul-Shaped-Gestalt zu bekommen. Da schreiben wir /streicheln in den Chat, drücken das einmal. Und dann seht ihr, Glitzer bellt euch aufgeregt an und wir haben wieder eine Quest quasi completed. Das ist übrigens, das ist All the Things, dass das anzeigt, ne? Dass ich Quests gemacht habe. Das sieht man auch dann, wenn man im Hintergrund eine Quest quasi abgeschlossen hat. Wir laufen einmal zu Crouffon und dann müssten wir hier die Corki-Gestalt haben. Da haben wir sie. Wählen wir sie mal aus und dann haben wir jetzt auch hier dieses kleine Hündchen quasi als Soul Shape Gestalt. Ja, sieht auf jeden Fall auch ganz nett aus, wenn es so rumhoppelt. Dann sind wir jetzt bei der sechsten Seelengestalt. Und zwar befinden wir uns nochmal im Ardenwald. Diesmal sind wir im Winterschlafbecken. Das ist im Ardenwald auf den Koordinaten 59, 52. Und hier haben wir die Händlerin Spindelzinken. Das ist der Rüstmeister des Hofs der Nacht. Und diese verkauft uns jetzt auch Soul Shape Gestalten. Da hatten wir ja schon eine gekauft von den normalen Soul Shape Gestalten in dem anderen Video. Und jetzt haben wir dementsprechend hier auch noch eine kleine Tier Soul Shape Gestalt und zwar die Grillenseele. Die kostet 15.000 Anima und 25 dankbare Gaben. Heißt doch ein bisschen was. Und ja, falls ihr nicht wisst, wie ihr die dankbaren Gaben kriegt, die bekommt ihr über den Anima-Kontaktor, sowohl über dann Bosse, die ihr beschwören könnt, als auch Kisten. Und World Quest bzw. auch Dailies, die ihr euch freischalten könnt. Zusätzlich gibt es ab 9.15 jetzt auch über die Berufungskisten dankbare Gaben, wenn ihr den Anima-Kontaktor gebaut habt. Umso höher der Anima-Kontaktor abgegradet ist, umso mehr dankbare Gaben bekommt ihr dann auch über die Berufungskisten. So, dann habe ich die Grille einmal ausgewählt. Ihr seht schon, die ist relativ winzig. Und die hüpft dann so wild rum. Also ich glaube, die Soul-Shape-Gestalt würde ich mir auf keinen Fall normal reinwählen. Da wird man ja verrückt, ne? Und außerdem, sie buggt, glaube ich, ein bisschen. Sie ist immer einen Ticken unsichtbar, wenn sie hüpft, ne? Wenn man springt, dann springt sie ganz normal hoch. Also witzig, aber ich glaube, mich wird das wahnsinnig machen, so zu laufen. Dann kommen wir zur siebten Soul-Gestalt. Oder Soul-Shape-Gestalt. Wir sind jetzt einmal in der Bastion. Und zwar sind wir hier unten bei den Koordinaten 50, 46. Unter der Heldenrast und hier ist so ein kleiner Flusslauf und dort haben wir die Otterseelengestalt und die ist hier in der Mitte drin, ihr seht hier sind diese ganzen Tierchen, da haben wir die Otterseelengestalt, die hat eine Respawn-Zeit von anscheinend einer Stunde bis zwei Stunden, relativ lang und ist genau 5 Minuten da, wenn sie gespawnt ist. Ich war jetzt hier irgendwie 2-3 Minuten gestanden und sie kam, hatte ziemlich Luck, ja, da machen wir einmal Umarmen drauf und sobald ihr Umarmen drauf gemacht habt, könnt ihr die eintüten und dann können wir das ganze Ding wieder abgeben gehen. Dann kommen wir gleich zur achten Gestalt. Wir sind jetzt immer noch hier an dem kleinen Flusslauf. Und zwar gibt es da noch eine Froschseelengestalt. Und diese könnt ihr bekommen, indem ihr angelt. Ursprünglich hieß es, dass man die nur am Ardenwalde angeln kann. Aber auch hier in der Bastion könnt ihr die angeln. Und wenn ihr für die Otterseelengestalt hier 1 bis 2 Stunden warten müsst, könnt ihr halt gleich eure Angel auspacken, ein bisschen reinangeln und die rausholen. Ich habe jetzt, ja, was ist es, vielleicht
15, 20 Minuten hier geangelt, hab die Froschseengestalt dann nebenbei rausgekriegt. Wenn ihr nicht so Glück für die Otterseengestalt habt und hier länger steht, dann könnt ihr gleich beide mitnehmen. Und ich würde sagen, wir gucken uns die jetzt mal an, wie die Dinger ausschauen. So, da dann haben wir einmal hier die Ottergestalt. Sieht auf jeden Fall auch ganz schick aus. Und hat auf jeden Fall nicht so eine komische Animation wie die Grille. Wobei es ein bisschen, wobei der ein bisschen hoch springen kann. Und dann gucken wir uns auch gleich noch die Froschgestalt an. Und zwar, klicken wir das mal weg. Dann haben wir hier einmal noch die Froschgestalt. Gucken wir mal, wie diese unterwegs ist. Okay, das Springen von der Froschgestalt sieht sehr komisch aus. Genau, also das ist dann noch die Froschgestalt. Dann kommen wir zur neunten Seelengestalt, und zwar der Stachelschwein-Seelengestalt. Die bekommen wir, indem wir bei der wilden Jagd ein bisschen Ruf farmen. Und zwar müssen wir einmal die wilde Jagd auf ehrfürchtig bringen. Und sobald wir auf ehrfürchtig sind, können wir ja dann nochmal 10.000 extra Ruf immer farmen, bekommen da eine Paragon-Kiste, die schimpft sich Vorräte der wilden Jagd. Und aus dieser Paragon-Kiste kann seit dem Patch 9.1.5 quasi die Stachelschwein-Seelengestalt rauskommen. Ich habe jetzt ein paar schon aufgemacht seit dem Patch, so 5 oder so würde ich mal behaupten. Ich hatte die bis jetzt noch nicht drin. Ich habe auf WoW Head auch nachgelesen, ein paar Leute haben da schon einige aufgemacht. Einer hat gemeint 32 Stück und er hat es noch nicht drin. Anscheinend ist die Dropchance ein bisschen geringer. Eine genaue Dropchance gibt es da leider noch nicht und da muss man wahrscheinlich einfach ein bisschen Luck haben und ja, die wilde Jagd dementsprechend ein bisschen farmen mit dem Ruf. Das macht ihr am besten, indem ihr die Berufungsquest immer schön macht, wenn die wilde Jagd am Start ist. Also sprich hier einfach ein paar Worldquests erledigen für die Berufungsquest, dann geht das eigentlich relativ gut. Und da gibt es übrigens auch noch eine Seengestalt drin, da kommen wir dann aber gleich noch zu. Jetzt schauen wir uns hier die Stachelschwein-Seengestalt an. Hier gibt es auch noch keinen Screenshot tatsächlich, sondern nur so ein Model von WoW Head. Anscheinend hat da noch keiner einen Screenshot eingereicht, weil die halt doch ein wenig seltener ist. Mal gucken, wie lange es bei mir dauert. Ich vermute, ich werde da auch wieder einige Kisten aufmachen dürfen. Dann kommen wir zur 10. Seelengestalt. Und zwar sind wir jetzt noch im Ardenwald. Diese können wir uns nämlich jetzt einmal kaufen, die Prihun-Seelengestalt. Und da sind wir jetzt hier bei dem Theater, oder bei dem Amphitheater besser gesagt, auf den Koordinaten 43, 47. Und dort haben wir einen NPC. Wer mein anderes Video zu den normalen Seengestalten schon gesehen hat, der weiß, hier gibt es nämlich zwei Stück. Eine hatten wir uns schon gekauft, eine normale Seengestalt. Und jetzt gibt es halt dementsprechend noch eine kleine Seengestalt, die Prihun-Seengestalt. Kostenpunkt 10.000 Anima, also sprich jetzt nicht ganz so günstig. Und ich würde sagen, die können wir uns dann gleich mal holen und flattern hier wieder zurück in Herz des Waldes. Das ist ja hier relativ nah dran. Dann können wir sie gleich einlösen und auch ausprobieren. So, dala, hier können wir es abgeben. Beim Eichhörnchen, dem Präriehund. Und dann wählen wir es auch gleich einmal aus. Präriehund, hier haben wir es. So, schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, da haben wir den. Okay, der macht schon was her. Ja, das ist ein süßes Ding, auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie es läuft. Okay, das hat was. Tatsächlich hat das was, das Viech. Da bin ich schon fast überlegen, ob ich das drin lasse. Es springt, also vom Sprung ist ein bisschen komisch, ne? Aber es hat was. Ja, doch. Das ist auf jeden Fall eine coole Seelengestalt. Dann kommen wir zur 11. Seelengestalt, und zwar ist es die Sauriden-Seelengestalt. Und dazu sind wir jetzt hier einmal in Maldraxxus auf den Koordinaten 44, 64. Und hier haben wir eine Höhle an dem Berg dran. Da müsst ihr auch für die ein oder andere Worldquest immer rein, also hier hoch in die Höhle rein. Und in der Höhle haben wir so einen Müllhaufen. Und diese Müllhaufen kennt ihr ja sicher schon aus BFA. Da konnte man ja immer so eine kleine Quest machen bei Janni. Und das ist jetzt ähnlich, wir müssen einfach den Müllhaufen ins Target nehmen, slash verbeugen eingeben. Also ich habe das jetzt hier schon mal verbeugen. Das einmal drücken, dann verbeugen wir uns. Und ihr seht, hier kommt eine verlorene Seele. Und dann gibt es einmal hier die Sauriden-Seelengestalt. Ich würde sagen, die gucken wir uns gleich mal an, wie die ausguckt. So sieht dann die Sauriden-Seelengestalt aus und ihr seht, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, aber die Waffe, die ich angelegt habe, habe ich hier quasi in der Hand im kleinen Format. Also ich glaube, das ist nicht so gewollt, weil bei den anderen Seelengestalten hast du ja die Waffen auch nicht in der Hand. Aber tatsächlich, ja doch. Und ne, es ist halt mini klein und dementsprechend läuft es halt extrem schnell, diese kleine Sauriden-Seelengestalt. Ja, hat was.
Man könnte auch ein bisschen rumexperimentieren mit verschiedenen Waffen, wie die von der Größe scalen mit dem Vieh hier. Dann kommen wir zur 12. Seelengestalt. Und zwar sind wir jetzt, wie ihr seht, einmal in Torghast unterwegs. Für die Saurolisken-Seelengestalt müssen wir nämlich nach Torghast rein und da müssen wir ins Adamantitgewölbe. Das Adamantitgewölbe schaltet ihr frei, wenn ihr quasi einen 5-Diamanten-Run läuft, also 200 Punkte freischaltet im normalen Torghast-Run. Da müsst ihr dann aber Minimum auf Stufe 9 laufen. Ich bin jetzt hier einen 12er quasi durchgelaufen und dann mit über 200 Punkten. Dann kommt ihr ins Adamantit-Gewölbe, da habt ihr nochmal zwei Ebenen und am Ende gibt es einen Boss und der Boss kann seit 915 quasi die Saurolisken-Seelengestalt droppen. Ich habe noch nicht reingeguckt, wir schauen gleich mal, ob ich zufällig in dem Run gleich schon mal das Ding mit drin habe. Ihr müsst auch noch in eurem komischen, ja, gibt es vor Torghast so einen komischen Würfel, da müsst ihr auch ein bisschen was skillen, also diesen Zugang zum Adamantit-Gewölbe muss man skillen, beziehungsweise wenn ihr das in der Gruppe macht, muss das halt einer aus der Gruppe geskillt haben. Solltet ihr aber eh machen, denn ihr seid dann wesentlich stärker in Torghast und macht nur Sinn, das mitzunehmen. So, wir schauen mal rein hier bei dem Boss und der... Ah, da ist die Saurolisken-Gestalt drin! War richtig lucky gewesen. Ich hatte auf WoW Head nachgeguckt und die hat halt eine Drop-Chance von 0, irgendwas Prozent tatsächlich. Hier bei den Bossen 0,14. Ist aber so niedrig, weil die Bosse gab es ja schon vor 915 und dementsprechend, ja, ist natürlich die Dropchance noch nicht vernünftig von den Werten her. Aber ihr seht, ich habe auch mal Luck tatsächlich hier die Gestalt rausgezogen und sogar noch ein T-Mog, was ich auch noch brauchen kann. Sehr schön. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns die auch noch an, wie die denn ausguckt. Dann haben wir hier noch das Aussehen von der Saurolisken-Seelengestalt oder Saurolisken-Jungtier-Seelengestalt, so rum. Ja, sieht auch ganz nett aus. Dann schauen wir uns... Warte, wie läuft denn das? Okay, das ist irgendwie weird. Das gleitet irgendwie so ganz komisch über den Boden. Seht ihr das? Das läuft zwar, aber weil es zu langsam läuft, sieht das aus, als ob das so gleitet. Seht ihr das? Ganz komisch. Ganz komisches Ding. Ja gut, ich glaube, das ist gewöhnungsbedürftig tatsächlich. Dann kommen wir zur 13. Seelengestalt. Und zwar habe ich die hier schon ausgepackt. Das ist einmal die Schlangenseelengestalt. Und die könnt ihr aus den Berufungskisten rausbekommen. So wie es aussieht, kann die aus allen Berufungskisten droppen. Also sowohl aus der Wilden Jagd als auch von Maldraxxus, Ardenwald, Revendrest und der Bastion. Könnt ihr alle machen, kann die anscheinend überall drin sein. Ihr müsst wahrscheinlich ja eh die Wilde Jagd ein bisschen farmen für die Paragon-Kisten, für die andere Seelengestalt. Also kann man das damit so ein bisschen quasi verbinden. Und ja, die droppt sogar halbwegs okay tatsächlich. Also das geht. Und warte mal, wir können uns jetzt auch nochmal kurz anschauen, wie sie läuft. Schlängelt sich relativ schnell. Und ja gut, der Blink ist jetzt nichts Besonderes tatsächlich. Dann kommen wir zur 14. Seelengestalt und zwar die Häschen-Seelengestalt. Und diese habe ich leider selber noch nicht. Wir können die uns einmal angucken in einem Bild. Das ist hier das Häschen, einfach auch wieder so ein, ja, Kleintier. Und wo wir das herbekommen, ist jetzt ein bisschen eine tricky Geschichte. Und zwar ist es so, dass man diese Häschen-Seelengestalt theoretisch über Pet Battle World Quest bekommen kann. Es gibt ja in Shadowlands mehrere Pet Battle World Quests und hier sieht man immer, was man als Belohnung kriegt. Es gibt eine gewisse Chance, dass quasi eine von diesen Pet Battle World Quests switcht und dass man als Belohnung nicht irgendwelche so Kampfsteine oder so Pet Battle Sachen bekommt, sondern direkt dieses Häschen Seelengestalt. Das wird dann aber auch angezeigt hier als Belohnung, so wie mir berichtet wurde. Also ihr seht das vorher, ihr müsst jetzt nicht jeden Tag alle machen, sondern ihr müsst bloß jeden Tag drüber gucken, welche ist da und dann dementsprechend schauen, wenn da das Häschen angezeigt wird als Belohnung, diese Pet Battle World Quest machen und ihr bekommt die Häschen-Seelengestalt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die letzten Tage da nicht drauf geguckt, anscheinend war es immer mal wieder, im Abstand von 1-2 Wochen kommt die dann ab und an und ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr die quasi auch dann bekommt. Ich muss auch gucken, dass ich jetzt halt wirklich täglich einmal drüber schaue, wo welche Belohnung mit dabei ist. Dann kommen wir zur 15. Seelengestalt und zwar ist das die Rattenseelengestalt und dazu müssen wir in eine Instanz rein und zwar nach Tazavesh und dort kommt ihr quasi rein, indem ihr eine kleine Vorquest in Oryboss annehmt. Die war, glaube ich, hier im Gasthaus, da müsst ihr dann ein bisschen durch verschiedene Gebiete durch
und dann bekommt ihr schlussendlich einen Flugpunkt, der irgendwo hier ist und dann könnt ihr da durch in die Instanz rein oder ihr habt natürlich Gruppenmitglieder, die das schon gemacht haben und euch vor die Instanz porten, dann braucht ihr diese Prequest quasi nicht absolvieren. Wenn ihr dann einmal hier im Dungeon drin seid, dann ist es so, dass wir eigentlich nur hier hinten hin müssen, also den ersten Boss hier legen, hier einmal durch, hier hinten hin und hier haben wir einen Händler. Und dieser Händler, den haben wir ja für Seltenheit schon gebraucht. Da habe ich euch auch schon mal ein Video aufgenommen für. Da konnte man bei dem Händler quasi verschiedene Kisten eintauschen. Und zwar die Kiste aus dem Adenwald, aus Madraxus und aus der Bastion, um so ein Pet zu kaufen, was man für relativ viel Gold verkaufen konnte. Jetzt mit 9.1.5 ist da ein weiteres Item eingefügt worden, und zwar die Rattenseengestalt. Ich habe die leider selber noch nicht, und zwar kann ich euch die jetzt hier einmal zeigen. Das ist diese hier. Und für diese Rattenseengestalt braucht man jetzt die anderen beiden Kisten. Also quasi, man braucht da die Kiste einmal aus Revendrest. Sinn für Schließkassette schimpft sich die. Und dann braucht man die Schließkassette aus dem Schlund, das ist die Stygische Schließkassette. Und von denen braucht man beides zwei Stück plus 775 Gold. Und dann kann man sich die Seengestalt einfach kaufen. Ich habe jetzt gerade die Schließkassetten nicht per Hand. Ich wollte die in der Gegenstandswiederherstellung herstellen. Die, sagen wir es mal so, hängt ein bisschen. Deswegen muss ich mir die wahrscheinlich erstmal noch farmen. Jetzt ist es so, dass ihr halt zu dem Boss müsst, also den ersten Boss umhaut und dann zu dem Ladenbesitzer. Dieser Ladenbesitzer, ich habe das schon mal einmal aufgenommen gehabt, steht dann quasi hier hinten in der Ecke drin. Also ich kann das nochmal kurz einmal hier demonstrieren. Also hier ist es quasi diese Ecke, dort steht der drin und ihr müsst dann zu diesem Ladenbesitzer einmal hinhatschen und er wird dann hier so einen Dialog anfangen, ob ich kleine Tiere mag, ne? Und dann muss man näher zu ihm hinlaufen und quasi slash nicken machen oder slash ja eingeben oder yes im Englischen, je nachdem, was ihr für einen Client habt. Und dann hat er die Option, dass er euch quasi Sachen verkauft. Also dann kann man untraden und dann könnt ihr auch euch diese Seelengestalt kaufen für diese vier Kisten und für 700 irgendwas Gold. Ja. Manchmal buggt es, dann müsst ihr aus der Instanz rausgehen, die Instanz resetten und wieder neu rein und wieder zum Ladenbesitzer hinlaufen. Also zumindest war es vorm Patch so. Und ich hatte das einige Male die Problematik, genau. Aber da gibt es dann noch die Rattenseengestalt. So, jetzt wären wir mit den normalen soweit durch. Eine letzte gibt es dann tatsächlich noch, die ich leider auch verpasst habe. Und zwar gibt es noch eine Truthahn-Seengestalt. Das ist diese hier. Und diese Truthahn-Seengestalt, die konnte man nur wegen Pilgerfreunde-Event bekommen. Also das ist ein Event, was quasi nur eine Woche lang in WoW stattfindet. Ich habe das jetzt leider ein bisschen verpennt, muss ich sagen. Das findet hier vom 23. bis zum 30. November statt. Ist natürlich jedes Jahr für eine Woche lang. Und dort konnte man sich diese Truthahn-Seengestalt holen, indem man sich bei dem Event an diesen Tisch hockt, von allen von diesen quasi Essenssachen futtert, so 5 Stacks kriegt, dann gibt es ja einen Rufbuff, den man erhält, und dann gibt es auch diese Seelengestalt quasi davon. Ja, also, ich habe das im Stream extra noch gesagt, dass die Leute das holen sollen, habe es dann selber vergessen tatsächlich. Dumm gelaufen, aber die könnt ihr dann auch noch holen, und es ist im Moment noch unklar, vielleicht gibt es bei anderen Events noch andere Seelengestalten, das kann ich aber zu dem derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Seid lieber wachsam, ob da dann noch was kommt, wahrscheinlich werde ich dann auch nochmal dazu was basteln. Gut, das waren eigentlich jetzt soweit alle Seengestalten für die Kleintiere. Wie gesagt, für die normalen Wildtier-Seengestalten von 9.1.5 habe ich auch schon ein Video gemacht. Das waren tatsächlich aber ein Ticken weniger. Da könnt ihr auch gerne reinschauen. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt an der Stelle. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr die eine oder andere schneller bekommt als ich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.